Okay, was ist euer Bodycount? Diese Woche oder diesen Monat? Der hat mich wirklich auseinandergenommen, ne? Der hat richtig so gegriffen, richtig. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddatet. Wir haben 5 männliche Kandidaten hinterm Vorhang und eine bezaubernde Kandidatin vorm Vorhang, die ich euch gleich vorstelle. Erstmal wollte ich hier Shoutouts geben an dieses geile Studio, in dem wir drehen dürfen. Studio 62. Hier ist das Instagram eingeblendet. Falls ihr mal selber was produzieren wollt, checkt's gerne ab. Und falls du gerne Podcasts hörst, dann habe ich eine dicke Empfehlung für dich. Und zwar den Podcast Ziemlich Beste Fremde. Den habe ich mit Laura Abler zusammen gestartet. Ist ganz neu auf dem Markt. Könnt ihr euch gerne mal anhören. 2 Fremde, die sich kennenlernen. Ihr könnt uns mit kennenlernen. Denkst du, wir bumsen oder warum hast du die Tür so langsam? Und jetzt würde ich sagen, stelle ich euch die Kandidatin vor. Das ist Peyton. Cero hatte Peyton schon in einigen Insta-News vertreten. Sie hat damals schon viel für Aufsehen gesorgt. Aber das hat sich jetzt gelegt. Denn Peyton ist jetzt erwachsen geworden und eine richtige Frau. Sie ist der Crush vieler junger Männer und verdient ihr Geld hauptsächlich mit Instagram-Kooperationen. Sie reist gerne und viel und bräuchte deshalb auch eine spontane Person zum Verlieben. Mal sehen, welcher Junge heute ihr Herzblatt wird. Was geht? Peyton! Na? Wie hast du nach Köln gefunden? Gut. Das ist auch krass, dass wir mal zusammen vor einer Kamera stehen, ne? Hätte ich nie gedacht. Ich dachte auch. Ich dachte, wir haben Beef. Bis ich mit deinem Manager geredet habe und der meinte so, nee, ich glaube, die hat gar nichts gegen dich. Ich so, ja, ich habe auch nichts gegen sie. Ja, dann lass doch ein Blind-Dating-Video drehen. Bist du bereit? Mhm. Was ist so dein Typ Mann? Was würdest du sagen? Gibt es irgendeine Sache, wo du krass drauf achtest? Boah, eigentlich habe ich keinen Type. Also wirklich komplett gar nicht. Nicht mal so? Nee. Okay. Also ich hätte gesagt, alle Typen, die ich irgendwann in meinem Leben mal gedatet habe, waren komplett unterschiedlich. Ja, stark. Dann, ich würde sagen, du drehst dich einmal um und dann gucken wir uns die Füße als erstes an. Runde 1. Okay, du darfst dich einmal umdrehen. Und jetzt siehst du hier die Schuhpracht. Wir haben nur weiße Schuhe, hatten wir auch noch nie bis jetzt. Du hast graue Schuhe an. Ja. Legst du bei Schuhen irgendwie Wert auf irgendwas? Boah, es gibt schon Schuhe, die ich nicht mag. Welche zum Beispiel? 2, die finde ich irgendwie ganz schrecklich. So Jogging-Style, New Balance-Schuhe. Ja, das sind so Schuhe für mich, so die kannst du zum grauen Jogginganzug anhaben, weißt du? Ja, aber also, man kann die auch krass stylen, finde ich. Wie? Mit so, wie heißt das, mäßig Anzugshose? Nein, eine beige Anzugshose, die so cropped ist auf den, kann auch krass aussehen mit so weißen Socken. Ich hab mal so ein Outfit deshalb. Ich glaube, alle anderen Schuhe sind in Ordnung. Obwohl. Nummer 1 sind Air Max, ne? Nee, mag ich auch nicht. Und sind Nummer 3 auch Air Max? Ja. Ja, mag ich eigentlich auch nicht. Warum hat keiner Air Force an? Niemand hat so auf Standard Air Force gesetzt irgendwie. Vielleicht haben die Jungs sich heute richtig was gedacht bei ihren Outfits. Mhm. Mhm. Eines so richtig, wie sagt man, kritisch auf gut Deutsch. Ich habe Air Force. Nummer 2 hat Air Force. Wer hat noch Air Force? Ja, Standard gehören dazu, ne? Wer hat das jetzt gesagt? 5. Nummer 5. Okay. Ja, ich würde sagen. Sonst hat keine Air Force? Zum Feiern. Nee, ich habe keine. Ich habe sogar 2. Ich will keine. Alle durcheinander. Also ich habe 5, ich habe 12. Ich habe ein Dings, mir gehört Snipes. Oder ich hab alle Schuhe. Welche willst du? Hä, findest du die Schuhe von 2 jetzt schön? Nein, aber ich check, was man damit anstellen kann, ja, wenn man vielleicht will. Ist der Rest vom Outfit ja gut, weißt du? Genau. Ich glaube auch, die Outfits können am Ende noch überzeugen. Ja. Aber ich bin voll bei dir. Bei 1 und 3 Air Max. Ich hatte halt Air Max so 2014 oder so. Wann sind die rausgekommen? Kann sein, die Jungs sind noch recht jung. Und sind die 12 und sind halt gerade erst so in dem Air Max-Style drin. So. Du kannst die Jungs ja auch kennenlernen. Und, ja, wir wollen ja nicht so oberflächlich sein. Genau. Wir müssen ja auch ein bisschen aufs Herz hören, weißt du? Hast du so eine Kennenlernfrage, die du so raushauen würdest? Ich glaube, stellt euch alle mal vor mit Name, Alter und Beruf. Hi, ich bin Tim. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Paderborn und ich arbeite zurzeit im Flughafen als Flugsicherheitsassistent. Das hört sich interessant an. Das bedeutet, wenn man durch diese Flughafenschranken geht, genau, dann touchst du einen ab. Ich gucke in deinen Koffer und nehme dir dein teures Parfüm raus. Ah, ein 30er, du. Oh, ja, okay. Ich war neulich, das muss ich kurz sagen, weil das fand ich krass. Ich weiß nicht, welcher Flughafen das war, aber dann wirst du ja so abgetastet. Machst du das auch? Ja. Da wirst du abgetastet. Das war so ein älterer Mann. Der hat mich wirklich auseinandergenommen, ne? Der hat richtig so gegriffen, richtig hoch. Aber das machen die immer. Die machen auch immer hier und am Po und so. Nein, die machen eigentlich immer nur so den. Echt? Bei mir nicht. Die machen immer so überall, weißt du? Nee, bei mir machen. Also der hat richtig ernst gemacht. Ja, okay. Da war ich ein bisschen überrascht. Okay, Nummer 2. Hey, meine Liebe. Ich bin der Chris. Ich bin 29, komme aus Herne und ich habe zusammen mit einem Kollegen eine Tankstelle und arbeite in einer Logistikfirma noch. Was für eine Firma? Eine Logistikfirma noch. Ah, okay. Eine Tankstelle. Ja, okay. Da steckt viel Kohle drin, ne? Ich fand die Begrüßung gerade irgendwie lustig. Hi, meine Liebe. Also erstmal freut mich, dass du da bist. Ja, nee, süß. Nummer 3. Ja, guten Morgen. Ich komme auch aus Paderborn. Ich bin auch Sicherheitsassistent am Flughafen und ich bin 21 Jahre alt. Okay. Stark. Nummer 4.
Hey, ich bin Mike, ich bin 21, komme aus Düsseldorf und bin zurzeit Student und nebenbei halt noch ein bisschen Schuh verkaufen. Wie? Footlocker. Okay, ja, dann müsstest du dich ja eigentlich mit Schuhen auskennen. Hat er auf jeden Fall. Das war auch der Air Force hatte. Zum Feiern. Sind das Jordans? Ja, ja, oder? Was für Schuhe hast du an? Jordan 3er. Ja, gut. Always right. Was ich cool finde, ist, dass heute alle Schuhe echt geputzt sind. Als hättet ihr die letzten Folgen durchgeguckt, ne? Da waren ein paar Leute dabei, die kamen direkt aus dem Rave hier rein. Die hatten krasse Sachen. Okay, Nummer 5. Hi, ich bin Julian, ich bin 25. Ich bin interner Berater bei einer großen Logistikgesellschaft und mache nebenbei noch meinen Master. Okay, cool. Interner Berater heißt, du arbeitest im Büro? Ja, genau. Beziehungsweise auch gerne von zu Hause oder von wo auch immer ich möchte. Okay. Haben die Sachen was gebracht? Nö. Sind die Altersklassen alles in Ordnung? Ich habe schon wieder vergessen, wie alt die sind. Wir waren zwischen 21 und 24, glaube ich. Oder? Nein. Zwei war 29. Ich bin 29. Okay, zwei ist 29. Das wusste ich. Der Reife. Der hat auch heil meine Liebe gesagt. Ja. Ja, okay. Die meisten sind jetzt halt jünger als ich, ne? Ja, ist das schlimm? Ja, eigentlich schon. Ja? Aber Nummer egal. Nummer 2, du hast gewonnen. Komm nach vorne. Der Charakter wird's doch. Ich muss noch ein paar Fragen stellen, glaube ich. Ja. Okay, als nächstes, was für ein Style gefällt euch bei Frauen? Wir fangen mal bei Nummer 5 an. Ich bin da gar nicht so wählerisch. Ich finde es halt eigentlich sehr, sehr nice. So Baggy Jeans, Baggy Tops finde ich sehr nice. Aber ich mag auch so einen kleinen Classy Style, würde ich sagen. Okay. Mit so Anzugshose, sowas finde ich auch, kann sehr schick rüberkommen. Okay. Nummer 4? Ja, das geht eigentlich einher mit dem Type. Ist eigentlich immer wieder was anderes gewesen, wenn man die Damen betrachtet, mit denen man zu tun hatte. Ja, also von sportlich, jeden Tag im Gym-Outfit bis zu nur Ralph Lauren von oben bis unten, war alles dabei, bis zu Goth. Ey, schön. Okay. Okay, Nummer 3. Bei mir ist auch ziemlich viel dabei, aber so Birkenstock und so jetzt nicht. Ich finde so Kleider schön, so festlich, wenn man so angezogen ist. Aber halt so auch auf französischen Style mit Trainingsanzug und so finde ich auch nicht schlecht. Französische, also so mäßig, Kylian Mbappé mäßig? Ja, ich weiß nicht. Check schon, was du meinst. So ein bisschen Frankfurt. Nein, Frankfurt nicht. Frankfurt nicht, aber so. Kennst du nicht diese von Olympique Lyon, diese weißen Anzüge? Als Frau? Ja. Okay. Ich check, was er meint. Das ist so ein bisschen mehr diese, ja, ich verstehe schon. Okay, Nummer 2? Ja, ich mag eigentlich auch Classy, also oder halt auch ganz entspannten Hoodie, entspannte Hose. Mhm. Ja, so soll sich einfach wohlfühlen, ne? Mhm. Mhm. Nummer 1? Es kommt halt auf den Anlass an, aber ich mag es halt auch, wenn zu gegebenen Anlässen sie sich schick anzieht oder wenn man rausgeht, kann sie auch classy sein. Okay, was bringen dir die Antworten? Nicht viel, glaube ich, ne? Nee, also doch, eine Antwort, die fand ich irgendwie merkwürdig, das war die Nummer 3, es hat mir irgendwie nicht so gefallen. Mit dem Jogginganzug? Da bist du bei mir bei der falschen Adresse. Hast du nie Jogginganzüge an? Doch, aber das hat sich für mich so nach Frankfurt angehört. Ach so. Also weißt du so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, aber nein, so Adidas-Trainingsanzug, weißt also, du? Also wenn ich an Frankfurt denke, dann komplett nein. Muss ich jetzt schon jemand rauswählen? Rein in der Theorie, ja. Dann würde ich die 3 jetzt einfach nehmen. Ja? Raus? Ja. Ja, Nummer 3, du darfst gerne einmal zu uns nach vorne kommen. Das geht. Schön gebräunt. Hi. Das geht, Cedric. Guten Morgen. Freut mich. Ja, wie geht's? Tut mir leid, Mann. Sorry. Ja. War eine schnelle Runde. Das ging echt schnell. Willst du irgendwas sagen? Bist du sauer auf sie? Nein. Soll ich Streit schlichten oder so? Nein, alles gut. Ja, schade. Aber danke dir fürs dabei sein. Ja, danke. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Runde 2. Okay, Peyton, du darfst dich einmal umdrehen. Jetzt sehen wir komplette Outfits. Und guck mal, Nummer 2, genau das, was ich gecallt habe. Ja, okay. Ich schwöre auf alles, ich hatte das nicht mal im Kopf. Ja, okay. Aber ich habe auch so ein Outfit gehabt. Mal früher, schon lange her. Genau, Nummer 1 auf Basic mit Fusseln, leider wegen dem Vorhang. Das tut mir leid, Nummer 1. Alles gut. War nicht gewollt. Nummer 4 auch. Nee, das ist auch so ein bisschen eher Anzugshose, ne? Ich muss mal kurz anfassen, Bruder. Aber die ist ein bisschen eng, oder? Ja, das ist so eine Flamingo-Hose. Stimmt. Gehst du auch so immer ins Flamingo? Ich? Mhm. Jetzt gerade wieder aktiver, ja. Ich war aber lange nicht draußen. Ich habe aber jetzt wieder meine Prime, weißt du? Na gut, okay. Nummer 5 ist auf fast die gleiche Hose wie ich, so ähnlich. So ein bisschen auf Baggy. Ja. So, ne? Was sagst du zu den Styles? Okay, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich sogar sagen, gefällt mir 2 am besten. Und aha, 5. So schnell kann sich die Meinung ändern, ne? Ja, ich hätte auf 2 und 5 gesagt, gefällt mir am besten. Nicht schlecht. Mach mal alle eure Hände nach vorne, ich habe gerade Tattoos gesehen. Guck mal, hier sind Tattoos drauf. Da ist ein Diamant, eine 6 und Faith. Okay, habt ihr anderen Tattoos? Nummer 1, hast du Tattoos? Ja. Wo?
Was? An meinem Arm, linken. Okay. Aber ein kleines. Nummer 4? Gar nichts. Nummer 5? Ich habe auch kein Tattoo. Nummer 2? Ich habe mehrere Tattoos. Ja, so, viele? So 14, 15. Oh. Immer so kleine oder große? Ja, mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, jetzt keine riesigen. Okay, hast du noch Fragen mitgebracht? So. Ich glaube, was mich interessieren würde, weil das ja so ein bisschen ist auch, was deren Type ist, und zwar, was ist euer Celebrity Crush? Oh, das ist eine gute Frage. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Ihr habt Zeit zum Überlegen, weil ich sag meinen zuerst. Ich wollte gerade sagen, was ist dein Celebrity Crush? Ich überlege jetzt, warte. Hast du diese Outer Banks geguckt? Madeline Klein. Ich schwöre, ich habe die ein bisschen gefühlt. Okay, ja. Ich habe die echt ein bisschen gefühlt. Die ist aber auch wirklich hübsch. Das ist auch Madison Beer getippt irgendwie. Nee, bin ich voll raus. Na gut. Okay, ihr hattet genug Zeit zum Überlegen. Nummer 1. Ana de Armas und Margot Robbie. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Margot Robbie. Ja, wir wissen nicht, wer das ist. Okay, aber Margot Robbie kennt man. Nummer 2. Ja, okay. Ich würde sagen, Vanessa Hudgens finde ich schon echt hübsch. Ariana Grande auch. Ja. Aha. Nummer 4. Ich muss treu bleiben, seitdem ich ein kleines Kind bin. Megan Fox. Seit Transformers. Stimmt, das ist auch so ein Standardding. Ja, das ist ein Kanon-Event. Nummer 5. Ich würde mich Margot Robbie anschließen. Hatte ich jetzt als erstes im Kopf. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt, wenn ich noch spontan schnell einen nennen müsste, wäre es Alicia Schmidt. Wer ist das? Diese Läuferin. Die Deutsche. Von der kriege ich immer Reels angezeigt, wie die rennt. Ja, okay. Ja. Ich finde, alle Antworten außer Margot Robbie waren jetzt nicht so typisch, oder? Doch, Megan Fox schon. Megan Fox ist schon. Ja, okay. Ich wundere mich, dass kein Kim Kardashian kam. Mich wundert auch, dass nicht mehr das Bier kam. Das sagen so viele Leute immer. Wer ist dein Celebrity Crush? Chris Brown. Chris Brown? Ja, ich finde ihn voll nice. Krass. Du nicht? Ich muss mir den mal genauer angucken. Ich höre nur seine Musik, aber ich wechsle mal Chris Brown mit Jason Derulo. Aber das sind zwei sehr verschiedene Typen, ne? Ja. Okay. Ja, gut. Ja, was haben die Antworten gegeben? Nicht viel, ne? Nee. Wahrscheinlich. Obwohl ich will jetzt nicht spoilern, aber bei Nummer 5, die zweite, ist schon, da sieht man, da sind schon Ähnlichkeiten da. Okay, sonst schießt noch eine zweite Frage auf Schuss hinterher. So. Okay, was ist euer Bodycount? Oh, jetzt wird's hier ein bisschen spicy, Jungs. Ist eine fiese Frage. Ist eine fiese Frage. Ich bin gespannt, wie ihr antwortet. Nummer 5? 7. Okay, Nummer 4? Mhm. Diese Woche oder diesen Monat? Was willst du hören? Sag erst mal diese Woche. Warte, sag erst mal diese Woche. 0. Okay, diesen Monat? 0. Okay. Und jetzt der allgemeine? 11. Okay. Nummer 2? 25. Okay. Das ist so ein Quartal, ne? Ein Viertel so. Das ist man muss ehrlich sein. Ist das, zählst du richtig mit oder ist das jetzt so geschätzt? Ich schätze. Ja, aber gut, dann ist das safe. Ich kenne aber auch ein paar Jungs, die so eine Liste haben, die sich das so aufschreiben. Ja, kenne ich auch. Hast du so eine Liste? Nein, aber ich kenne jemanden, der eine hat. Aber ich darf hier nichts spoilern. Okay, Nummer 1. 5. Ja, okay. Das sind alles legitime Antworten. Ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich alles relativ überschaubar. Was wäre, wenn jemand 100 gesagt hätte? Das ist ja schon krass. Ja, warum? Ja. Aber ich hätte behauptet, alle Leute, die ich bis jetzt gedatet hatten, hatten viel höheren Bodycount als sie. Viel höher. Ja, ich glaube auch, dass... Also ich finde, das ist wirklich sehr überschaubar bei allen. Ich glaube, hier sind auch ein paar Dribbler dabei. Glaubst du? Mhm. Ja, Nummer 2 auf jeden Fall. Also ich glaube, Nummer 2 hat ein bisschen gedribbelt. Mit 25? Ja. Was meinst du? Ach so, gedribbelt, okay. Ja, so ein bisschen so, weil du hast ja auch nicht mitgezählt. Weniger oder mehr? Ich glaube mehr, aber nur weil du nicht mitgezählt hast. Jeder hat ein bisschen mehr und sagt so ein bisschen weniger, weißt du? Nicht zwingend, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch hier so wirklich Beziehungsjungs dabei sind. Ja, ja. Okay. Wie viele Beziehungen hattet ihr? Das ist eine gute Frage. Nummer 1. Eine bisher, die man Beziehung nennen könnte. Wie lange ist das her? 2 Jahre und ging auch 2 Jahre. Okay, Nummer 2. Bei mir ist es jetzt 3 Jahre her, aber die Beziehung ging auch 7 Jahre. Das ist krass. Ja. Das ist eigentlich ein Pluspunkt. Wie alt bist du? 29. Okay. Okay. Das ist 2 Jahre her, also hast du. 3 Jahre her. 3 Jahre her, also hast du von 26 bis 19. Bis 19 die Beziehung Richtig, gehabt genau. Und hast seit 26 bis 29 noch 24 draufgeballert. Nicht ganz, aber. Gestapelt. Nein, alles gut. Ich will jetzt da nicht so sehr drauf rumhacken, das ist nur ein Joke. Nummer 4? Eine bisher, aber ist auch schon ein bisschen her. Okay. Wie lange ging die? Auch nur ein halbes Jahr. Okay. Warum ist die auseinandergegangen, wenn die ein halbes Jahr ging? Oder ein halbes Jahr, da hat man noch Schmetterlinge im Bauch und so eigentlich. Ja, sie musste umziehen. Uni einmal anderes Ende von Deutschland, also. Und das war dann für euch das Aus? Ja, schon. Aber was mit Fernbeziehung? Mm-mm. Das klappt nicht. Warte, Also warum fragst du? Da gibt es so viele Geheimnisse. Hä, warum? Ach so, dann heißt es, sie hatte kein Vertrauen. Ja, ey, in einem halben Monat ist, in einem halben Jahr ist, glaube ich, noch nicht so das feste Vertrauen. Ja, aber wenn noch man, nicht bombenfest zumindest. Aber wenn man sich doch liebt, dann kriegt man das doch eigentlich hin, oder? Vielleicht war da nicht genug Liebe da. Okay. Gut. Nummer 5?
Zwei Beziehungen. Meine letzte Beziehung ist 4 Monate her und ging 2 Jahre. Okay. Vor 4 Monaten, also der ist noch... Frisch Single. Frisch, ja. Okay. Kann man direkt wieder eintüten, den Junge. Mitnehmen. Den nehme ich. Warum ist bei euch auseinandergegangen? Anderer Lebensabschnitt einfach. Okay. Sie war etwas jünger als ich und wollte nochmal sich so mäßig ausleben. Genau. Ich habe bei ihm voll das Gefühl, dass so ein richtiger Anständiger. Der, Nummer 5? Ja, er hat... Nummer 1 aber auch, glaube ich. Ja? Also Nummer 1 und 5 hören sich für mich sehr anständig an. Hm. Aber gut. Lassen wir mal so stehen. So, was haben dir die Aussagen gegeben? Antwort 4 hat mir nicht gefallen. Warum? Also, weil ich selbst hatte auch schon 2 Fernbeziehungen. Also klar, irgendwann ist man zusammengezogen, aber vom Ding her, also ich verstehe jetzt nicht, warum das nicht funktionieren soll, wenn man sich liebt. Nummer weißt 4. du, was ich meine? Ja, ich check schon, was du meinst. Ich kann es nachvollziehen. Also irgendwas hat mir in der Antwort nicht gefallen. Ich glaube auch, der hat ein bisschen gedingst. Vielleicht wollte er uns etwas nicht erzählen. Ey, das hätte auch bisher nicht geklappt. Also, die wohnt inzwischen in Südamerika. Ja, okay, das ist jetzt wieder was anderes. Ich dachte so, Berlin, Köln oder so, weißt du? Ich wollte auch gerade sagen, ich dachte, die... Nein. Ja, okay. Sie hat mir trotzdem nicht gefallen, die Antwort. Okay, willst du Nummer 4 rauswählen? Soll ich noch eine Frage stellen oder soll ich sie direkt rauswählen? Wie du willst. Wenn du dir sicher bist, kannst du jemanden rauswählen. Mhm. Wenn nicht, kannst du auch, 2 Personen sagen, wo du safe bist vom Outfit und von dem, was die geantwortet haben. Dann können wir zwischen 2 noch so ein Stechen machen. Also 2 und 5 hat mir gefallen. 1 auch, aber da stürme ich die Schuhe. Also, ja, ich hätte gesagt, zwischen 1 und 4 vielleicht noch mal eine Frage. Okay, zwischen 1 und 4 kommt jetzt noch eine Stechenfrage. Okay, also wenn ihr jetzt ein Date hättet, keine Ahnung, ihr habt euch schon mehrmals getroffen und ihr wollt die Frau küssen, wie würdet ihr das machen? Nummer 4. Ich mache das meistens immer relativ spielerisch. Das ist eigentlich erstmal so den Kontakt binden, keine Ahnung. Je nachdem, was das für eine Art von Date ist. Wie ist das, weißt denn jetzt gemeint? Übers Kitzeln gehen oder sowas. Oder komm, hier willst du dich schlagen, ich hau ihr gegen die Schulter. Und auf einmal ist der Körperkontakt da. Und dann, jeder Junge kennt diese Aussage von einem Mädchen. Komm, wir kämpfen. Und dann weiß man schon, okay. Hattest du die Situation schon? Ich bin maximal verliebt. Ja, checkst du nicht? Nein, Bruder. Ich check echt nicht. Aber wie stellt man sich das vor so? Nein, also vor allem die Frage war beim ersten... Warte kurz. In einer Beziehung checke ich dieses, okay, man... Ja, okay, aber spielt man kennt sich ja noch ganz erstes Date? Du bist da... Nee, ich habe nicht erste Date gesagt. Erste Date, finde ich, geht Kuss gar nicht. Ach so. Ich meine so, wenn man sich so... Man datet sich schon? Man datet sich jetzt, keine Ahnung, 3., 4. Treffen, vielleicht auch 2., keine Ahnung. Aber da kennt man sich eigentlich ja trotzdem noch nicht richtig, weißt du? Ja, genau. Aber gut, es war eine gute, kreative Antwort und ich würde es voll gerne auch mal in Real Life sehen, wie du das machst. Nummer 1? Ich glaube, sowas passiert eher spontan, aber wenn ich das jetzt planen müsste, dann würde ich zum Autokino fahren, weil da hat man seine Ruhe und dort wird es dann geschehen. Wie? Indem ich sie küsse. Wie? Auf den Mund. Ja, aber wie machst du das? Vor allem, weil Autositze sind doch so weit auseinander. Da muss ja irgendwas passieren. Was meinst du? Du hast verstanden, was ich meine, oder? Ich hab verstanden, was du... Also ich würde mich halt rüberlehnen, so. Ich weiß jetzt nicht. Würdest du diesen Gainer machen? So den? Ich würde je nach Situation jetzt einfach gucken, wann es passt. Vielleicht ist sie zu mir gelehnt und dann gucken. Ja, ich weiß nicht, was du... Also ich fand beide Antworten toll, aber eine fand ich auf jeden Fall toller. Also das Ding ist, 4 hat mir die Frage davor ja nicht gefallen, aber ich fand die Antwort sehr kreativ. Deswegen hätte ich 4 drin gelassen und 1 rausgeschmissen, einfach weil ich wissen will, was da noch kommt, weißt du? Okay, ja, dann Nummer 1, komm gerne einmal zu uns nach vorne. Hi. Was geht ab? Hi. Was geht? Alles gut? Hi. Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon mal irgendwo gesehen. Ja, das kann sein. Echt? Wo? Weißt du wo? Nee, ich weiß nicht, aber kommst mir auch sehr bekannt vor. Also jetzt abgesehen von YouTube. Wohnst du in Köln? Nee, in Paderborn. Jetzt darfst du mal rein. Guck mal, sie hat deine Schuhe gehasst, ne? Ja. Jetzt geh mal auf sie. Was hast du an ihr? Kannst richtig einen reinhauen. Musst du tatsächlich gar nichts. Oh Mann. So ein Mäuschen. Ja. Also ist sie vom Ding her auch dein Typ, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ist sehr hübsch, ja. Danke. Ja. Plus gemacht, Minus gemacht. Schade. Leben ist hart. Ja, egal. Danke dir fürs Mitmachen. Kein Problem. Aber er ist ein Mäuschen. Der war so lieb, den hätte ich, glaube ich, sonst auch drin gelassen. Sollen wir den wieder zurückholen? Geht das? Nee. Aber war es vom Ding her dein Typ? Also so Attraktivitätsskala? Er ist nicht hässlich, auf jeden Fall nicht. Aber er ist so ein Mäuschen. Eigentlich nicht mein Typ, aber ich glaube, der ist richtig lieb. Ja. Wir hatten jemanden hier, der meinte, wie war das mit Medium Ugly? Ja. Ist das auch so ein Ding, wo du, würdest du auch sagen, stehst auf Medium Ugly Typen? Ja. Warum steht man nicht auf Hotte Typen?
die sind mir zu hot. Weil man also, Angst hat, dass andere Frauen den die ganze Zeit angeiern oder so? Nein, irgendwie, das ist alles zu perfekt, zu hübsch, weißt du? Die guckst du so an, das ist zu hübsch. Wir haben jetzt folgende Situation. Mhm. Du musst noch jemanden auswählen. Darf ich noch eine Frage stellen? In der Runde. Du darfst natürlich noch. Du darfst auch so viele Fragen stellen, wie du willst. Okay. Hauptsache, du bist dir sicher. Mhm. Aber genau. Hau gerne raus. Wie steht ihr zu Schönheits-OPs? Also so zum Beispiel gemachte Brüste oder sowas? Ja, das ist einfach eine gute Frage. Nummer 5. Bin ich total offen gegenüber. Es sollte aber im Rahmen bleiben, dass es schon noch natürlich hübsch aussieht. Mhm. Okay. Nummer 4. Genau dieselbe Meinung. Solange es im Rahmen bleibt, alles cool. Zur Not bezahle ich's. Oh, Sugar Daddy. Daddy. Hi. Ich brauche einen neuen Arsch. Kannst du mir den kaufen? Nee, den kann man im Gym machen. Nummer 2. Es ist ihre Welt, ich lebe nur. Nee, also solange das wirklich im Rahmen bleibt, solange das natürlich, also noch relativ natürlich aussieht, ist alles okay. Also ich bin da auch derselben Meinung. Okay, jetzt nochmal eine Frage. Steht ihr auf gemachte Lippen? Nummer 2. Schon mal gemachte ja. Lippen geküsst? Ja, es gibt gut gemachte Lippen, es gibt auch schlechte gemachte Lippen. Hm. Aber wenn es wirklich im Rahmen bleibt, dann geht's, aber natürlich ist auch schön. Okay, Nummer 4. Kommt drauf an, womit, Lipfiller, Botox, ey. Aber aber doch, das ist noch, das kann man machen, ja. Nummer 5. Auch hier, wenn es im Rahmen bleibt, finde ich das eigentlich sehr nice. Also ich mag schon etwas kräftigere Lippen, mag ich schon. Okay. Herr Dude, vor allem die denken sich jetzt, wer steht denn hier, weißt du? Ja. Weil ich so. Gina Lisa Lofink. Okay, ich habe jetzt einfach eine Aufgabe. Oh, ich liebe Aufgaben. Ich mache ja, mit. Das ist schon ein bisschen cringe. Ich mache mit. Machst du mit? Jo. Okay, ihr müsst mir jetzt alle nacheinander einmal vormachen, wie ihr eine Frau im Club antanzen würdet. Okay. Seto, fängst du an? Soll ich anfangen? Ja. Okay. Mhm. Nein, Spaß. Ich bin raus. Das war super. Boah, ich bin voll rot geworden. Ich habe fast angefangen zu weinen, weil es so cringe war. Puh. Nummer 4. Ja, also über das Antanzen gehe ich meistens schon mal nicht. Aber wenn der Vibe schon da ist, dann halt beide Hände an die Hüfte und halt so den mit dem Beat gehen und so. So, okay. That's it. Okay. Hm. Nummer 5. Boah, ich bin echt lange raus aus diesem Game, aber ich kann es gerne probieren. Ich würde halt auch einfach mitviben, aber dieses an die Hüfte direkt packen, glaube ich, gerade wenn ich die Person noch nicht lange kenne, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Mhm. Verstehe ich. Nummer 2? Ja, auch. Also nicht direkt vielleicht an die Hüfte, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Augenkontakt und ja, einfach nur ein bisschen geschmeidig tanzen. Ja gut, die Antworten haben uns auch nichts gebracht. Dann okay. Schießt du noch eine Frage hinterher oder du machst so einfach nach Gefühl, wen du raushaben willst. Ich glaube, ich hätte die 4 rausgewählt. Ist mir zu exotisch alles. Zu exotisch. Nummer 4, komm einmal gerne zu uns. Was geht ab? Was geht? Alles gut? Moin. Mike. Hallo, Peyton. Wie geht's? Wie läuft's? Alles easy. War funny. Geiles Outfit, Bro. Das ist schöne Augen. Danke dir. Doch. Danke. Hab ich jetzt gewonnen? leider nicht, Bro. Da sind noch 2 Kandidaten, die sind ein bisschen weiter gekommen als du. Aber du darfst trotzdem einmal auch so dein Type, nicht dein Type. Ja, schon. Also in letzter Zeit kommt es eher auf blond hinaus, aber Kumpels sagen, ich habe keinen Type. Also, und das unterschreibe ich auch so. Ja. Safe. Ja, super. Lassen wir das Ganze mal so stehen. Danke dir fürs Mitmachen, oder? Man sieht sich. Runde 3. So, wir sind im Finale angelangt. Du darfst dich einmal umdrehen. Das sind deine Finalisten-Outfits. Mhm. Guck mal, 2 hat ordentlich was rausgerissen. Du wolltest ihn am Anfang wegen den Schuhen rauswählen. Ich weiß das. Ich finde die immer noch scheiße. Ja, aber guck mal, zum Outfit, ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Nee. Doch. Mhm. Der Rest ist akzeptabel, aber wirklich die Schuhe. Ja, was sagst du zu den Outfits? Ich finde beide Outfits nicht schlecht, aber es wäre, glaube ich, jetzt nicht meine erste Auswahl, wenn ich jetzt einen Typ anziehen würde. Mhm. Okay, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag eine Frau wärt? Ja, Bruder, sei ehrlich. Nummer 2? Boah, ich würde alles ausprobieren. Zum Beispiel? Ich würde mich mit vielen Typen treffen. Warum? Einfach ausprobieren. Ich würde einfach einmal richtig alles ausleben. Ich würde mich schminken, ich würde... Keine Ahnung, ja. Schminken habe ich auch nie gehört. Dass ein Typ sich schminkt. Ja, also, wenn ich eine Frau wäre. Vor allem, wenn du einen Tag wenn du einen Tag eine Frau bist, hast du ja das Problem, du kannst ja noch nicht schminken, bis du dir das beigebracht hast, Bruder. YouTube-Tutorial. Okay, dann lass mich schminken. Ja, okay. Okay, ja. Was und ich würde auf jeden Fall im Club gehen. Im Club gehen. Gucken. Warum? Diverse Drinks ausgeben lassen. Okay. Fühle ich. Nummer 5?
Ich würde auch safe in den Club gehen wollen, generell in die Öffentlichkeit viel. Mich würde das voll interessieren, ob man wirklich so viel angeguckt wird. Sie hängt natürlich davon ab, wie ich aussehe. und ich würde auch natürlich voll gerne Sex haben wollen. Die Antwort hätte ich ehrlich gesagt auch mehr erwartet. Hätte ich auch erwartet. Ja. Hätte auch erwartet. Ganzen Tag zu Hause, irgendwelchen Typen schreiben, die sollen rumkommen. Gib mir so den. Okay, war einer zu viel jetzt. Gut, was geben die? Was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Typ wärst? Im Stehen pissen, ne? Ja, safe, das ist voll geil, glaube ich. Okay, und dann sag mir mal noch, was eure Ziele im Leben sind. Nummer 5 fangen wir an. Da ich aktuell ja noch meinen Master studiere, will ich den jetzt erstmal abschließen. Mhm. Danach will ich ganz gerne mal im Ausland leben für 2-3 Jahre. Ich bin aber auch zu Heimat verbunden mit der Stadt Köln, dass ich schon wieder auch nach Hause kommen möchte danach irgendwann. Ja, und auch natürlich eine Familie gründen, mit so klassisch mit Hund und Kindern. Okay. Nummer 2? Auf jeden Fall auch noch viel reisen und auf jeden Fall später, wenn die Richtige dann da ist, eventuell ein Haus, Familie. Ich bin jetzt nicht so der Hunde-Fan, eher Katzen-Fan. Oh. Ja. Habe ich wahrscheinlich schon wieder reingeschissen, ne? Tatsache. Ja, Bro. Muss ja ehrlich sein. Aber es muss nicht sein, ne? Also Hauptsache okay. Familie, Haus, ja, und viel reisen. Jetzt eine ganz kurze Ja-Nein-Frage. Habt ihr schon mal einen Dreier? Nummer 2? Nein. Boah, zu lang gebraucht. Viel zu lang gebraucht. Nummer 5? Ich muss überlegen, was meine Zahl ist. Hä? Nummer 5, glaube ich. Nummer 2, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Doch, doch, ich vertraue dir. Bruder, du scheinst ein sehr ehrlicher Typ zu sein. Ja. Ich will es auch nicht hier alles hinterfragen. Ich küsse dein Herz. Ja, kein Problem. Hast du schon mal einen Dreier? Nein. Nächste Frage. Ach so. Hätte ich dich auch noch fragen sollen? Nein. Frag einfach nicht. Erklärt mir mal, wie für euch euer perfektes Date aussehen würde. Boah, das ist eine süße Frage. Jetzt könnt ihr auch viele Pluspunkte machen, Jungs. Seid kreativ. Nummer 2. Also, ich würde sie abholen und würde... In was? Mit einem Auto, nicht mit einem E-Scooter oder so. Also, ich bin eher so der Typ, ich gehe lieber raus in die Natur. Ich will jetzt nicht so dieses Café-Date. Lieber irgendwie zum See oder so. Vielleicht holen wir uns vorher was zu snacken und machen einfach eine Runde. Ja. Und also spazieren gehen oder wie? Spazieren gehen ist mir lieber, als so gegenüber krampfhaft zu sitzen. Ist nicht so meins. Ich gerne. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur aus Erfahrung gehört, viele Frauen fühlen sich sicherer beim ersten Date, wenn es an einem öffentlichen Ort ist. Ja, also das definitiv. Wo drumherum noch was passiert. Deshalb wollen viele Frauen Zum Beispiel gerne der Phoenixsee, da sind ja viele Leute. Okay, Nummer 5. Ich bin total der Typ, der so mag, was essen zu gehen, wo es halt auch ein bisschen ruhiger ist vielleicht in dem Lokal dann. Da kann man dann so den ersten Vibe-Check machen, ob man gut sich unterhalten kann. Und danach würde ich dann auch irgendeine Aktivität gerne machen wollen. Also zum Beispiel Schwarzlicht-Minigolfen kann man in Köln sehr, sehr cool. Sowas würde ich dann anschließend noch machen wollen. Ich finde dieses Schwarzlicht-Minigolf richtig langweilig. Ich war da auch einmal. Oh, ich habe das auch in Köln schon gemacht. Ich fand das richtig langweilig. Aber ich check trotzdem, weil Bowlen ist auch cringe. Weil beim Bowlen unterhältst du dich nicht. Da wirft immer einer, dann wirft der andere. Aber es ist schwierig. Ich sage euch ehrlich, habt ihr gut beantwortet. Ich wüsste selber nicht, wie ich die Frage beantworte. Also mir haben beide Antworten irgendwie nicht gefallen. Echt? Ich will weder Minigolfen gehen, noch will ich irgendwie spazieren gehen. Finde ich beides irgendwie nicht so cool. Was wäre denn so dein entspannteste, perfekte Date? Also mit Essen gehen wäre ich fein. Essen gehen ist eigentlich cool. Was auf jeden Fall nicht geht, ist jemand nach Hause. Das finde ich geht gar nicht, aber ich von mir aus ein Picknick. Schon. Samstagabend eher feiern gehen, eher chillen. Nummer 2? Eher chillen, wenn ich mich entscheiden müsste. Eher chillen. Okay. Lass mich raten, Nummer 5 bei dir auch. Ich gehe gerne feiern, aber dann auch, wenn ich mal feiern gehe, dann reicht das auch für die nächste Woche oder 2 Wochen. Bei mir reicht auch immer für eine Woche. Und dann gehe ich wieder feiern. Ja, okay, nee, dann habe ich die Antwort, will ich nehmen. Ja? Ja. Ich glaube, Nummer 5 wird jetzt traurig sein. Ja. Naja. Nee, also, feiern ist nicht mein Ding. Ich mag es auch nicht. Gar nicht? Also, ich hab dich auch noch nie, hab ich dich irgendwann mal... ich war es gab eine Zeit, wo ich im Flamingo war, aber nicht freiwillig. Ja? Ist die Entscheidung getroffen? Mhm. Okay. Schade, Nummer 5. Kannst gerne einmal nach vorne kommen. Was geht? Hi. Alles gut? Jo. Freut mich. Richtig umarmen. Hallo, ja klar. Hi. Wie läuft's? Gut, gut. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Ist dir warm? Mega warm. Bruder, warum hast du die Jacke angelassen? Ich dachte, es geht voll klar, aber... Sieht vielleicht für ein Fit nice aus, ja, dachte ich auch. Ja, safe. Sonst wäre dein Fit echt Dings gewesen. Sehr basic. Aber sehr ist auch so basic. Ja. Aber schön. Dann, woher kommst du? Köln, direkt. Köln. Ja, super. Dann hast du ja nicht weit, ne? Ja, aber du hast auch eine gute Auswahl getroffen. Danke. Das Finale. Jetzt ist es soweit, ne? Mhm. Nummer 2. Ich fass noch mal zusammen. Ich dachte, er kommt jetzt raus. Er hatte den höchsten Bodycount? Naja, ich will gar nicht so machen. Du darfst gerne einmal nach vorne kommen.
Hi. Was geht? Wow. Oh. Chill, chill, Bruder. So. Hi. Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Hi. Auch. Finalist, was sagst du zum Finalisten? Ich mag kein Bart. Oh. Das hast du aber am Anfang nicht gesagt. Hätte ich das sagen sollen? Ich hab dir gesagt, hast du einen Type? Dann hättest du sagen können. Ach so. Dann hätte ich den direkt rausgeholt, hätten wir nur mit den vier gespielt. Ja, sieht aber trotzdem gut aus. Trotzdem, nett, Junge. Du hast dich echt weit geschlagen. Ja, hab ich gerne gemacht, ja. Und sie dein Type? Ja, nein. Kannst du ehrlich sein? Ich stehe tatsächlich eher auf braune Haarige, braune Augen. Latinas. Ja. Echt? Ja, wirklich. Ja. Ja, schade. Dann ist das kein Perfect Match heute, Leute. Was machen wir jetzt? Muss die Peyton weiter daten und du auch? Ja, leider. Aber egal, Bruder. Ich glaube du bist gerade in meiner Prime. Sehr gutes Prime. Gefühl bei dir. Ja, das war's für diesem Video, liebe Freunde. Danke fürs Einschalten. Checkt mal unbedingt die Beschreibung aus. Dort findet ihr Peytons Account. Ihr findet die Kandidaten alle unten verlinkt. Und auch das Studio, wie gesagt. Oder falls ihr mal mitmachen wollt, findet ihr auch ein Teilnahmeformular in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne ausfüllen. Und ich freue mich, wenn ihr selber mal hier am Set dabei seid. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.